Was passiert, wenn Minecraft und Diablo gemeinsam ein Kind haben? Das schauen wir uns heute an einem Spiel aus den Mojang Studios in Zusammenarbeit mit Double 11. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit. Minecraft Dungeons, ein Spiel mit der Unreal Engine. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Habe ganz kurz reingespielt und deswegen drücke ich hier jetzt einen beliebigen Knopf. Und dann legen wir auch schon los und legen einen neuen Helden an. Ja, wow. Das, ja, die Auswahl ist nicht größer geworden, als ich das letzte Mal reingeschaut habe. Weiß ich nicht, Holzfäller? Würde ja eigentlich passen, ne? Ja, Lumberjack, Galrul. Nehmen wir mal. Und ja, ich freue mich drauf, mit euch endlich wieder Minecraft zu spielen, wenn auch etwas anders. Ansonsten seht ihr ja Minecraft in meinem Kanal Galrul Deluxe als Relax-Projekt, wo wir ganz entspannt eine wunderschöne Technikwelt bauen. Awesome, wem das gefällt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt geht's los mit Minecraft Dungeons. Und wenn ihr selber haben wollt, einen Link packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Los geht's! Und wir wollen natürlich offline spielen, weil Freunde habe ich nicht. Und dann geht's auch schon los. Wir reisen zur Tintenfischküste. Und da sehen wir schon, da ist was schief gelaufen. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich. Die Dorfbewohner brauchen dich. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum erzählt er hier was von Diablo? Das ganze Spiel ist nämlich nicht wie Minecraft selbst in der 3D-Ego-Perspektive. Sondern es ist ein isometrischer Shooter, nennt man das, glaube ich, gar nicht, ne? Ein isometrisches Kampfspiel, wo wir hier die Welt erkunden. Und die ist natürlich hier sehr schön im Minecraft-Design gebaut. Und da kriegen wir hier Belohnungen und Dinge, die wir einsammeln können. Ich immer so ein bisschen, dass wir nichts übersehen. Das wird ja früh genug passieren. Und jetzt sind wir hier erstmal im ersten Dorf. Das brennt und eine Monsterinvasion hat hier offenbar stattgefunden. Und da oben haben wir einen Bogenschützen, den müssen wir da mal runterschießen. Und ich hoffe ja, dass wir auch irgendwelche kleinen Secrets hier finden. Hier zum Beispiel? Nein? Okay. Sehr gut. Ja, also ein neues Minecraft-Spiel. Wir hatten ja auch die Minecraft-Adventure mal ein bisschen angespielt. Mal reingeschaut, haben mir auch schon sehr gut gefallen. Und jetzt, wo wir ja alle so ein bisschen mehr oder weniger, man weiß ja nie, was irgendwann daraus werden wird, wenn man Blizzard aktuell so erlebt, auf Diablo 4 warten, haben wir hier so einen kleinen, ja, Zwischenzeitvertreib. Hätte ich jetzt was gesagt. Kann man natürlich nicht vergleichen. Aber es ist halt ein Wurzelspiel verbunden mit Spielen, mit denen ich ja letztlich groß geworden bin. Was eigentlich, ja, interessante Mischung sein könnte. Habe natürlich so ein bisschen Sorgen, dass wir dann irgendwann wieder diesen ganzen, hier, weiße Lootboxen, Scheiß und so, dass wir den auch bekommen werden. Vorbei die Zeiten, in denen ein Spiel einfach in sich gut war und damit überzeugt hat und dann auch das entsprechende Kapital wieder eingespielt hat. Wir sind gespannt. Denn ich habe da schon so verdächtige Kisten gesehen und wir sehen hier auch so komische Gems. Aber schauen wir mal. Wir wollen ja nicht hier mit Vorurteilen unterwegs sein. Guck mal, hier brennt alles. Wie gesagt, ich habe schon mal ein bisschen reingespielt. Mir macht es echt Laune, muss ich sagen. Nee, 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 nee. Und in der Regel ist es ja auch wirklich so, dass die sich auch echt Mühe geben mit solchen Games. So, verzaubern. Mit jedem Levelaufstieg erhältst du eine Verzauberung. Die sparen wir jetzt erstmal auf. Könnten wir theoretisch machen, machen wir aber nicht. Und ich habe ein Artefakt gefunden. Und könnte das theoretisch nutzen, möchte ich aber gerade nicht. So, auch interessant, ne? Wir schießen den ab. Die Brücke geht runter. Und da war eine Truhe. Yes. Haben wir eigentlich... Okay.
Das geht nicht. Ich dachte, wir hätten das alles auf der Maus legen können. Auf der Maus vor allen Dingen. Sollen wir das mal testen hier mit diesem Artefakt-Ding? Guck mal. Warten wir auf den nächsten Gegner mit CH. Wow, das ist sehr spannend hier. Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Das bin ich. Zweifelsohne. Reise nach Lager. Wieso reise ich dahin? Da war ich doch gerade. War ich? Oh, wir kriegen eine Schatzbetruhen-Belohnung. Na, Mensch. Eine Angel. Stufe 4. Kann man nicht nur verwenden, um damit im Wasser. Okay, gucken wir mal, was sie kann. So. Ein kleines Zelt. Hier sieht man die Welt. Ach, schön. Ein Schäfchen. Hallo, Schäfchen. Hier ist irgendwas. Keine Ahnung. Und hier haben wir die Weltkarte. Ja, gehen wir mal in den Creeperwald, ne? Nachdem wir hier so viel Auswahl haben. Was haben wir denn hier? Empfohlene Kraft 1. Normaler Schwierigkeitsgrad. Empfohlene Kraft 10. Deine Kraft 1. Okay. Wir sind halt noch nicht stark genug. Und da sind sie im Creeperwald, die Creeper. Und ich habe hier die Leute gefangen, die stecken hier in so Kisten drin. Ist doch sehr witzig. Aber mal gespannt. Auf Geheiß des Erz-Illagers sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Ein unaussprechliches Schicksal. Da bin ich. So, darf ich mal kurz in ihre Kiste schauen? Okay, nichts in der Kiste. Hier geht's auch nicht lang. Da war die Kamerafahrt gerade ein bisschen irritierend, finde ich. Nun gut. Ich glaube, an dem Bogen habe ich Spaß. Den könnte ich direkt mal aufwerten. Aber dafür muss ich, glaube ich, noch ein Level machen. Da kommen die ja gar nicht an mich ran und können gar keinen Schaden machen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das dann so bleibt. Aber der Bogen ist natürlich auch praktisch bei Creepern. Wie im normalen Spiel. So, und dann was haben wir hier? Loot! Yes. Kling, kling. Kling, kling nehmen wir natürlich gerne mit. Und ich muss immer hier so, ich habe es gerade so ganz krampfhaft, habe ich meinen linken Arm hier so vor mir auf dem Schreibtisch liegen, damit ich auf die Idee komme, mit den Tasten rumspielen zu wollen, weil das geht ja nicht. Dass ich da irgendwie Q und E drücke, weil das ist, E ist zum Beispiel der Zaubertrank. Oder der Heiltrank vielmehr. Zaubertrank, wir sind ja nicht über Asterix und Obelix. Den ich jetzt gerade mal nehmen musste. Hier sind ein paar mehr Monster unterwegs und ich habe natürlich noch nicht aufgewertet. So, dann mal einen leckeren Apfel gegessen. Sehr gut. Achso, das Artefakt wollen wir mal testen. Okay. Das hat mich jetzt beeindruckt. Ah, mit der Angel ziehen wir die ran, machen auch ein bisschen Schaden. Okay. Die sind mir als Gegner relativ lieb. Die kommen erst gar nicht an mich ran, wenn ich mit Pfeil und Bogen arbeite. Sofern ich noch Pfeile habe. Ich hoffe, das ist dann auch so... Ja, das war ja in Diablo auch so, ne? Dann gab es ja da so Läden, die man kaufen konnte. Und natürlich gibt es ja auch eine Geschichte zu erleben. Und jetzt habe ich natürlich keine Pfeile mehr. Das war sehr schlau von mir. Hm, creepy, creepy. Ist hier irgendwas? Ich will halt nicht, weil die sind ja auch Secrets in der Welt versteckt. Die will ich natürlich jetzt nicht alle irgendwie
verpassen. Da unten müssen wir lang. Da bin ich womöglich schon ganz schön falsch abgebogen hier irgendwo. Huch. Muss ich hier oben wieder hoch? Ja, bin ich jetzt nur hingerannt, um den Creeper zu erlegen, oder was? Mann, Mann, Mann. So. Kleiner Stinker stand auf einmal neben mir und fing an zu zischen. Frechheit sowas. So, und dann hier das und das und das. Aber ja, habe ich da was bekommen? Warten Sie mal. Nee, scheinbar nicht. Ah, schnell laufende Schuhe oder was? Oh, da habe ich wieder mal aufgeschreckt. Oh, die sind stärker bewaffnet hier. Nicht bewaffnet, sondern geschützt. Alle mit Rüstung. Allerdings nur Blech und Eisen. Da lachen wir doch müde drüber. So. Ich frage mich hier, ob die Welten vorgefertigt sind oder generisch. Wenn die generisch werden, wäre natürlich auch nochmal klasse. Was gehört eigentlich zu so einem Dungeon Scroller dazu? Zum Dungeon Looter Game? Oh, Schäfchen! Wow. Töte ein Schaf. Creeper! Geh weg. Noch einer. Hier laufen sie überall rum. Muss echt aufpassen. Man könnte meinen, wir wären hier in so einem Creeperwald oder so. Mensch. Sogar schwimmen kann ich. Was macht ihr denn hier, Jungs? Komm mal her. So, wo ich hin muss, weiß ich schon länger nicht mehr. Ich geh einfach mal hier weiter. Tiefer in den Creeperwald rein. Lass das Schaf in Ruhe. Oh. Ich glaube, mir brennt der Helm. Was kann ich damit machen? Wow, 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 wow. Alles klar. Ja, und wir zerlegen hier am laufenden Band Skelette, aber die droppen keine Pfeile. Das prangere ich an. Das ist irgendwie nicht gut. So, oh Gott. Das waren ein paar mehr. Ja, wenn wir das auf einer höheren Schwierigkeitsgrad gemacht hätten, ich glaube... Ich frage mich aber dann, wenn wir das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gemacht hätten... Auch wieder möglicherweise gegebenenfalls, ist der Kopf immer noch länger als der Hals. Ob wir doch mehr XP bekommen. So, der Bogen ist nicht besser. Bling, bling. So, wo sind wir denn hier? Oh, oh nein. Ah. Hallo. Schöne Gems. Ih, Spinnen. Was haben wir hier? Vorräte. Pfeile und Bogen. Noch mehr Emeralds. Ja. 80 Pfeile. Ekelhafte Spinnies. Und dann auch noch ganz schön viele davon. Schattenform. Das ist das Problem hier. Wenn ich mich einspinne, dann kann ich ja nicht in Melee gehen. Dann muss ich ja irgendwas haben, wo ich mich nicht verteidigen kann. Bling, bling. Ja, natürlich. Rotz mich erstmal voll hier. Komm her. Oh. Hallo. Bling, 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 bling. 90, 94 Emeralds haben wir schon. Schauen wir, was wir dafür alles bekommen. Noch ein paar. Ja, ist ja gut. Ich kann mir dafür auch voll. Oh, was ist das? Schwein mit Truhe oben drauf. Oh. Ein Todeskappenpilz. Aha.
Wow. Gut, dass ich überhaupt nicht weiß, wofür der sein soll. So. Hey. Und jetzt müssen wir die Einwohner noch rein. Ah, guck mal. Die werden hier gefangen gehalten in die Boxen. Haben wir eben schon in der Vorschau gesehen. Guten Tag. Und noch ein Schwert aufgehoben. Vielleicht ist es ja besser, als das, was wir haben. So. Da freut er sich. Wenn das besser ist, dann nehmen wir das direkt zum Verzaubern, würde ich sagen. Aber das ganze Grafik wirkt so ein bisschen gräulich, ne? Boah, is it just me? Oh, Vorräte! Sehr gut. Pfeil und Bogen. Da unten ist noch einer, okay. So, wir gucken mal kurz. Oh, 4. Oh, 7! 7? Und das können wir jetzt verbessern, ne? Giftwolke, Ketten. Zerschmettern. Schaden erhöht um 20. Ja, klar. Wow. Da haben wir ja direkt hier erstmal abgesahnt. Heftig. Guck mal hier, da geht alles instant down. Können wir direkt das ganze Level nochmal spielen? So, und jetzt müssen wir hier raus, ne? Nehme ich an. Die wir alles befreit haben. Sehr gut. Ein Gänsefleisch mal an die Seite gehen. Was war das? Ha, ein Tor aufgegangen. Alter. Dieses Schwert. Das hat ein bisschen mehr Reichweite. Das hat doch noch irgendeine andere Fähigkeit, oder? Eine stabile Klinge. 14 bis 20 Nahkampfschaden. Die hatte 10 bis 16. So viel Unterschied ist das gar nicht. Stelle ich gerade mal so fest. Aber scheinbar triggert das Zerschmettern ganz gut. Entschuldigung, kleine Schäfchen. Ich wollte nur die Kiste haben. Du standst in der Einflugschneise meiner Klinge. Kann ich hier noch auch nichts für. So, warten wir mal kurz. Wir müssen mal eben hier kurz den Friedhof plündern. Oh, das hat jemandem gar nicht gut gefallen. Das ist hier. Nischt. Oh, schön, aber auch diese ganzen kleinen Ecken hier. Was ich ein bisschen schade finde, ist hier oben raus die Landschaft aus der Map rausgehend. So ein bisschen so wirkt, ne? Als wenn da nichts wäre. Das ist ein bisschen schade. Da hätten sie noch mehr raus machen können. Und natürlich das übliche Problem, das ist hier wieder so ein Controller-Ding, ne? Hauptsache, es muss für alle Plattformen sein, sodass die PC-Adaption und nicht andersrum ist, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Natürlich wisst ihr, wie ich meine. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ah, hier. Da wird schon geschrien. Ich wollte das Schaf eigentlich nur scheren, hat nicht geklappt. Also hat schon geklappt, aber da wächst keine Wolle mehr nach. Oh, und Milch gibt's auch keine mehr. Oh, die haben sich extra schick gemacht hier mit Jackett. Guck mal. Oh, jetzt geht's hier in so eine... Oh nein. Kleiner Creeper-Mann will hier wieder Terz machen. Also jetzt, mit dem besseren Schwert, hätten wir wahrscheinlich schon eine etwas härtere Welt nehmen können. Ich habe da einen Pfeil im Kopf. Ich wollte es nur anmerken. Tut ein bisschen weh. Jo, dann gehen wir raus und dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Yes. Diese Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. So, was kriegen wir dafür? Stiefel, die für schnelle Bewegung verzaubert wurden. Die sind in unseren Zeiten sehr nützlich. Aha. Oh. Zufällige Ausrüstung für 80. Ah, siehst du, das ist nämlich genauso was ich meinte.
So, die können wir verwerten. Oh. So, wir gucken aber trotzdem mal, was es da gibt, denn wir sind ja neugierig. Hä? Achso. Eine Glewe. Toll. Ja, wie da schon steht, super. Warte mal, 15 bis 2. 14 bis... Ist aber jetzt nicht wirklich besser, ne? Aber große Nahkampfreichweite. Wenn ich die jetzt zerlege... Gibt auch nochmal mehr Punkte. Krieger in der Schlacht gegessen, versetzt den Blutrausch. Ah ja, okay, Leute, das war's. Die erste Folge von Minecraft Dungeons. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Kostet euch eine Sekunde, bringt mir sehr viel. Ich freue mich auf eure Kommentare und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.